Um sich da halt schnell zu verstecken, ist der eine oder sind die halt alle da halt schnell reingesprungen. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder eine Folge Schulstories und dabei heute ist wie immer der gute Jona. Moin. Und ich hatte es ja im letzten Video schon gesagt, heute mit einem Special Guest und zwar dem guten Lorenz. Guten Tag. Hallo, hallo. Wer sich an Lorenz nicht mehr erinnern kann, er war mit uns letztes Jahr in Köln und er hat mein iPod kaputt gemacht, ne? Richtig. Ja, wir haben heute mal wieder ein paar tolle Stories am Start. Heute mal mit GTA im Hintergrund als Gameplay. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und wir haben vorher ausgemacht, dass ich anfangen muss mit meiner ersten Story. Und ja, also Leute, man muss sagen, ich bin jetzt 10. Klasse. Wir waren vor kurzem alle auf Abschlussfahrt. Und diese Lehrerin, mit der wir auf die Abschlussfahrt gefahren sind, die war schon mal auf Abschlussfahrt in Hamburg. Und die hat uns eine kleine Story erzählt damals von ihrer Klasse, wie sie da war. Und also Hamburg, ne, Reeperbahn, kennt man ja so, ne? Ist ja so der ein oder andere Club, weiß man ja. Und irgendwann auf jeden Fall während dieser Abschlussfahrt gab es halt mal so ein bisschen Freizeit, wo die Schüler irgendwie so einen halben Tag Freizeit hatten, keine Ahnung. Dann haben sich halt so zwei, drei Schüler gedacht, sie gehen halt mal auf die Reeperbahn in den ein oder anderen Club rein. Waren dann in so einem Club, sind dann so die Frauen gekommen, weiß man ja so, ne? Und die wollten logischerweise alle was trinken. Und dann haben die Frauen gesagt, hey, könnt ihr uns nicht auch was zu trinken kaufen? Irgendwie wenigstens einen Orangensaft oder so. Haben die Jungs gesagt, ja, mein Gott, komm, Orangensaft, ne, kannst du den mal kaufen? Haben Orangensaft gekauft, so. Alles klar. Dann, ne, Blabla, weiter irgendwann und am Schluss mussten sie dann bezahlen, haben eine Rechnung gekriegt und die Rechnung war über 400 Euro. Und dann haben die Jungs sich so gedacht, warum 400 Euro? Was hat da so viel Geld gekostet? Und am Endeffekt hat dann der Orangensaft über 300 Euro gekostet. Das ist halt einfach so eine Masche von denen, dass die Geld verdienen, weil es will denen ja logischerweise niemand was zu trinken kaufen. Und ja, deswegen haben die halt mal einen Orangensaft für über 300 Euro angeboten und sagen halt dann, ey, kauf uns mal einen Orangensaft, ne? Wer denkt schon, dass ein Orangensaft über 300 Euro kostet, ne? Ist ungewöhnlich. Ist dreist. Ist auf jeden Fall sehr dreist. Übelst die miese Masche. Das ist auf jeden Fall, mies. Auf jeden Fall. Das ist richtig mies. Ja, und dann angeblich hat's gehießen, ich bin jetzt nicht so sicher, ob das stimmt, haben die Jungs gesagt, ja, bezahlen wir nicht. Und dann kam angeblich jemand und hat eine Pistole auf den Tisch gelegt, aber bin mir jetzt nicht so sicher, ob das stimmt. Also es kann natürlich stimmen, aber keine Ahnung, im Endeffekt mussten es dann bezahlen und ja, Ende der Geschichte. Das ist schon irgendwie krass, ne? Oh, Jona mutet sich. Aber gut, Lorenz ist sowieso dran, mit der nächsten Story zu erzählen und ich würde sagen, da kannst du mal direkt anfangen, weil, ja. Ja, dann fange ich mal an, ne? Jo. So, man muss sagen, die Story ist noch nicht so lang her. Das ist, wann ist das passiert? Ich glaube vor zwei Tagen. Zwei Tagen, ne? Ja. Richtig. Also wenn ihr das Video seht, das kommt morgen, das heißt vor drei Tagen am... Es war am Montag, wo es Montag, passiert genau, ist. Genau. Montag, ja. Also wir hatten Chemieunterricht und naja, Chemie ist jetzt nicht so besonders ja, interessant. Ja, das ist halt in so einem extra Fachraum. So, ja. Ja, also im Fachraum halt hatten wir Chemieunterricht. Und genau. Wir machen halt eigentlich immer relativ viel Scheiße, weil unsere Lehrerin, die... juckt es halt irgendwie nicht so, beziehungsweise die hat die Klasse nicht so unter Kontrolle. Ja. Aber das hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun. Auf jeden Fall, man muss dazu sagen, dass in unserem Fachraum so Rollstühle stehen, so ja, wie Bürostühle also, halt so, mit genau, Rollen unten dran, genau, logisch. Mit Rollen, genau. Und wir haben die ganze Zeit schon so ein bisschen Scheiße gemacht und ich habe Tim an so durch die Klasse geschubst. Mit also dem ihr müsst Rollstuhl wissen, dass Lorenz mit mir in einer Klasse ist, ne, und wir sitzen ja in Chemie nebeneinander, aber ja, richtig. Ich denke mal, das versteht ihr. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn da halt so ein bisschen rumgeschubst und irgendwann habe ich halt gemeint, ja, Tim, ich würde das jetzt mal ein bisschen fester machen, ne, dann fliegst du mal, rollst du mal ein bisschen weiter, ne, und hat er gesagt, ja, okay, dann halte ich mich jetzt auch mal ein bisschen fester fest. Und da habe ich wirklich so da gesessen, so, ihr seht es jetzt in der Festung, habe mich so ein bisschen am Stuhl festgehalten, ne. Ja, er hat sich eigentlich relativ gut festgehalten, deshalb habe ich gedacht, ja, der fliegt schon nicht runter, ne. Ja, letztendlich habe ich dann halt so fest unten gegen den Stuhl getreten, dass der Stuhl halt oben einfach stehen geblieben ist und unten ja weggekippt ist. Und Tim ja ist dann aufs Maul gefallen und lag halt so auf dem Boden und
die anderen haben einfach angefangen zu lachen und unsere Lehrerin hat es erstmal überhaupt nicht geblickt. Ist so, die Lehrerin hat null gejuckt auch irgendwie, ne? Ist so, dann kommt immer so, hä, was ist denn da passiert? Und dann hat sie gesagt, steh auf und dann hat er auch irgendwie nicht gejuckt, ob er sich vielleicht wehgetan hat oder so. Bin ich wieder aufgestanden, habe ich auf meinen Stuhl gesetzt und weiter ging der Unterricht, aber einfach so lustig. Wir haben auch relativ gut gelacht, Alter. Ich habe mich dann nicht mehr eingekriegt danach. Ey, war sau lustig. Auf jeden Fall. War einfach richtig dumme Aktion, oder? Schon, hätten wir halt eigentlich, wenn man ein bisschen nachgedacht hätte, ne? Ist so. Aber gut. Du hättest, aber gut, wenn du ein bisschen weiter oben dran getreten hättest, hätte es auch funktioniert so, aber. Ja, wärst wahrscheinlich in die andere Richtung umgeflogen, ne? Egal. Wäre der Stuhl unten passiert. Stehen geblieben. Und du wärst oben runtergefallen. Ja, Mann. Aber naja. Gut. Jona? Jo, ich bin da. Gut, dann bist du dran mit deiner nächsten Geschichte. Was heißt mit der nächsten, mit der letzten, oder? Oder ja, mit der nächsten noch, noch was raus? Nee, mit der nächsten und letzten Geschichte. Mit der nächsten und letzten. Jo, also meine Story geht auch oder handelt auch von unserer Abschlussfahrt. Wir waren auch in Hamburg und auch in dem gleichen Hotel, wie der Tim und wie der Lorenz waren. Jo. Und da ist immer so nachts läuft da immer die Security durch und checkt halt, ja, damit da keine irgendwie irgendeine Scheiße auf den Gängen macht oder so. Ja. Oder teilweise laufen da auch irgendwelche Lehrer rum. Und wie das natürlich üblich ist, sind wir natürlich auch weit nach 12 Uhr sind wir natürlich nicht auf unseren Zimmern, sondern sind entweder bei irgendwelchen Klassenkameraden auf dem Zimmer, machen da irgendeine Scheiße. Oder waren teilweise bei der Parallelklasse auch irgendwie in den Zimmern oder so. Auf jeden Fall sind Schüler aus meiner Klasse, waren auch in einem anderen Zimmer. Und dann waren die gerade auf dem Weg, auf dem Rückweg zu ihrem richtigen Zimmer. Und dann sind die ja halt da zurückgelaufen, dann kam halt gerade die Security und dann sind die da vor dir abgehauen. Und haben sich in so einem Wäsche, wie kann man das sagen? Das war halt irgend so ein Wäschewagen, wollte halt diese dreckige. So ein Wäschewagen. Ja, in so einem Wäschewagen, das ist halt quasi halt eine Platte unten und ein Rollen dran und so ein Gitter rum und da kann halt dann die dreckige Wäsche rein. Genau. Auf jeden Fall, um sich da halt schnell zu verstecken, ist der eine, oder sind die halt alle da halt schnell reingesprungen. Der eine ist leider anscheinend mit ein bisschen zu fest irgendwie da reingesprungen. Auf jeden Fall hat sich die Bodenplatte von diesem guten Wäschewagen gelöst und sein Fuß hat sich zwischen dieser Bodenplatte und diesen Gittern von diesem Wäschewagen eingeklemmt. Auf jeden Fall haben dann irgendwelche Lehrer von irgendwelchen anderen Klassen, die da waren, also die haben wir nicht gekannt oder so, und der Security-Dienst haben dann ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um ungefähr diesen Fuß da wieder rauszubekommen aus diesen Gittern. Das ist ganz schön mies. Das ist echt ganz schön mies. Echt mies. Irgendwann wurden halt auch die Lehrer von uns halt auch irgendwie ja dann kontaktiert oder so, die wurden halt dann dazu gerufen. Und auf jeden Fall gab es dann halt ziemlich Stress und hat halt ziemlich Stress bekommen. Sein Fuß war auch ein bisschen verschrammt oder so. Aber das war gar nicht das Beste. Das Beste war noch, dass halt dann alle in ihren Zimmern waren und dass derjenige dann gleich wieder in das Zimmer ist, von dem er gekommen ist. Obwohl er sogar seinen Fuß und alles halt eigentlich kühlen musste. Mhm. Dann kam halt der Lehrer nochmal zu denen ins Zimmer und wollte halt checken, dass irgendwie alle da sind oder so. Und da gab es halt dann nochmal richtig Anschiss. Das hat man halt ungefähr 10 Zimmer weiter noch gehört, dass der Lehrer da in dem Zimmer so rumgeschrien hat. Ja, aber das ist halt einfach auch nur dumm, wenn man ins halt Zimmer zurückgeht, Alter. Das ist richtig krass. Einfach nur dumm. Das war halt Gesprächsthema Nummer 1 in den nächsten 10 Tagen ungefähr. Mhm, das glaube ich. Ja, das ist genau wie bei unserem Gesprächsthema gewesen. Ja, das vielleicht in einer anderen Schulstory mal. Ja, ein paar Storys zu unserer Abschlussfahrt. Genau, in einer anderen Folge Schulstories. Aber gut, dann haben wir hier 3 ganz lustige Stories gehabt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Sind jetzt hier fast bei 9 Minuten ungefähr. Perfekte Länge. Ja, 9,5 sind wir, glaube ich, schon, oder? Ja, ich bin ungefähr bei 9 Minuten 20, dann noch mal. Komm, jetzt gleich, jetzt bin ich bei 9,30. Auf jeden Fall, wollt ihr noch zu irgendeiner Story was sagen oder so? Nö. Eigentlich nicht, nö. Ich will einfach nur sagen, es ist halt ganz schön. Mit der Abschlussfahrt mit dem Orangensaft ist halt einfach eine richtig fiese Masche und ansonsten ist halt einfach dumm gelaufen. Das andere waren beides dumme Aktionen. Ja. Auf jeden Fall. Richtig dumme Aktionen. Ja, Leute, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Würde mich freuen. Die anderen beiden sind unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr das möchtet. Folgt mir auf Instagram. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao. Nein, folgt mir, halt die Fresse. Halt dein Maul, Jona. Ciao, Leute. Ciao.